Der fliegende Holländer ist eine mystische Sagenfigur. Ein verfluchter Seefahrer, der ziellos über die Weltmeere irrt und dazu verdammt ist, weder Heimat noch Tod zu finden und nur alle 7 Jahre das Land betreten darf. Seine einzige Hoffnung, von diesem Schicksal erlöst zu werden, ist, dass er eine Frau findet, die ihm bis in den Tod die Treue hält. Unsere Inszenierung legt tatsächlich einen ganz besonderen Fokus auf diese Figur der Senta, die einfach kein normales Mädchen ist, sondern, wie Wagner selber schon beschrieben hat, wahnsinnig ist, ein krankhaftes Verlangen nach diesem Holländer hat und wie besessen ist von der Idee, dass sie ihn retten muss. Und in unserer Inszenierung ist sie erstmal allein in einem dunklen Ort, einer Schiffswerft. Und alles, was passiert, wird dargestellt als ihre Wahnvorstellung, als ihre Vision, sowohl im Negativen als auch im Positiven, wenn dann der Holländer tatsächlich auftaucht. Und sie wartet eben auf dieses Schiff des Holländers. Und das ist tatsächlich auch, er ist ja der fliegende Holländer. Er kommt bei uns von oben in einem riesigen Schiff eingeflogen. Und das ist die Vereinigung von den Wünschen dieser beiden symbolisch. Fast durchgängig haben wir es mit verschiedenen Aggregatzuständen von Wasser zu tun. Wir sind unter Wasser, wir sind aber auch auf riesigen Wogen unterwegs, Gewitter, Sturm. Wir haben immer die Natur mit reingeholt in den Raum, das war uns ganz wichtig. Also dieses Schiff fährt ja wirklich über die Meere und das ist drin in der Musik auch. Ne? Das haben wir bedient.